Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Wir sind beim DVV Netzwerktreffen Junge Volkshochschule und heute ist das Thema Barcamp. Barcamp bedeutet, verschiedene Sessions anzubieten und du, Michael, hast heute eine Session angeboten. Zu welchem Thema war denn deine Session? Ja, das Thema war die VHS bzw. / Junge VHS als Vorfeld für inspirative Erprobung. Und was ist denn so im Rahmen deiner Session alles rausgekommen? Gab es denn da auch neue Ideen? Hast du von Ideen berichtet? Wie ist das abgelaufen? Ja, es ist natürlich so, bei dem Thema Inspiration und Erprobung ist man erstmal ein bisschen zögerlich. Also man muss es erstmal nachvollziehen können. Man muss dann, guckt dann im zweiten Schritt, wo geht das bei mir unter Umständen? Das sind auch ganz viele Ängste, sodass man durchaus auch eine Zeit einberaumen muss des Nachdenkens, des Tiefergehens, des Nachvollziehens. Aber es waren eine ganze Menge Beiträge, die dann auch das Globale betrafen. Also wie kann unsere VHS weiter existieren? Was muss sie tun? Wo, in welchen Feldern muss sie tätig werden? Wo muss sie selber innovativ sein im Inneren, um dann nach außen zu gehen und einfach die Szene beobachten? Ja, du hast etwas berichtet von Wiese GmbH. Vielleicht kannst du da auch noch mal in 2, 3 Sätzen ganz kurz berichten, was war das für ein Projekt, dass sich vielleicht andere auch noch mal kurz was drunter vorstellen können. Ja, das ist natürlich die Geschichte eine 10-jährige Geschichte eines quasi Unternehmens im Rahmen oder angedockt an die Volkshochschule. Also für mich persönlich war das wie eine Lehrzeit. Ich habe ganz viele Dinge gelernt, auch im Umgang mit Institutionen, mit Persönlichkeiten und so weiter und eben in Richtung innovativ und überraschend sein. Volkshochschule sollte überraschend sein. Also das ist das, was wir, glaube ich, heute mitnehmen können. Selber unseren Horizont auch ein bisschen erweitern, auch neue Kooperationspartner suchen, neue Denkweisen, neue Lernorte, um vielleicht auch etwas neu gestalten zu können. Dankeschön. Bitte schön.